Ja, gerade beim Melonen abtragen. Mal kurz die Reihe rum. Ich müsste sowieso was an dem Feld hier ändern. Weil das eigentlich ein bisschen ungleichmäßig wächst hier. Vor allem auch an der Stelle hier, wie ich gesehen habe, hier fehlt nämlich ein so ein Setzling hier. Ich sage immer Setzling mal dazu, obwohl es eigentlich genau ist. So. Die Melonenkerne. Das wollte ich übrigens aufstoßen, zum Glück habe ich jetzt nicht gerülpst. Keine mehr gewachsen, warum auch immer. Ja, guck mal, wie viele Melonen das waren hier. Wahnsinn. Die Melone ist fast. Wie kann man das verstehen? Keine Ahnung. So, da haben wir das. Dann werde ich den einen Flecken hier mal ein bisschen aussortieren nochmal. Wenn ich aussortieren, ich werde das einfach mal ein bisschen ausbessern. Und die müssten wir hier hinten irgendwo haben. So, was haben wir denn hier? So, Melonenkerne, Kürbiskerne. Aber allgemein müssten die Melonen hier drin sein, ganz genau. Genau, haben wir jetzt hier die Melonen drin. Und jetzt nehmen wir uns mal eine kleine Hacke hier. Wir nehmen uns hier noch ein paar kleine Melonenkerne mit. Dass wir das Pferd ein bisschen ausbessern können. Ich hoffe, es passt alles soweit. So, haben wir jetzt erstmal hier. Die müsste jetzt hoch dafür reichen. Und jetzt den hier. So, genau. Mache ich mal so weit wie es geht mit der Dingens hier, mit der Hacke. Oh. So weit wie es geht. Ja, ein bisschen können wir noch. Jetzt wird es langsam eng. Aber die Reihe werden wir nicht mehr kriegen. Wir sehen hier unten eine Melone rum. Warum auch immer. Bestimmt irgendwo unterwegs verloren. Kann ja mal vorkommen. Ja, die Hacke ist auch weg. Hat es nicht ganz gereicht. Ist aber nicht so schlimm. Hauptsache, es kann ja wieder neu wachsen. Und dasselbe mache ich jetzt auch mit den Kürbissen. Muss ich mal gucken, ob die gleichmäßig sind hier ein bisschen. Das sollte nämlich schon ein bisschen sein. Wo die auch nie wirklich vollständig gewachsen sind. Die Möhren, die wachsen ja auch wie Scheiße hier. Wahnsinn.
So. Und kann er wieder hier rein. Ich bin jetzt nicht mehr. Die habe ich jetzt weg. Machen wir noch ein bisschen Melonen. Und dasselbe machen wir jetzt mit den Kürbissen. Pardon. So. Auch sehr freudig ist dann. So, haben wir schon mal die Reihe. Nehmen wir die nächste. Wie gesagt, letzten Fall mache ich es erstmal nicht mehr viel. Das ist aber das Nötigste jetzt nur noch. Die Folgen dann nach und nach hochladen und dann können wir das für dieses Jahr dann schon mal beenden. Schon mal angesprochen. So viel wird jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ich wollte ja bloß die Staffel noch zu Ende machen, dass die fertig ist. Dass wir dann im neuen Jahr dann der neuen Staffel dann beginnen können. Also nicht wundern, wenn diese Folgen hier vielleicht wirklich nichts Besonderes sind. Oder wenn die Folgen zum Einschlafen sind. Ja, das ist halt mal so. Muss auch mal gehen. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf das neue Projekt freuen, das ich schon angekündigt habe. In der letzten Folge irgendwann. Und wie ich schon sagte, das hat man so auf meinem Channel so in dem Sinne noch nicht irgendwie gesehen. Bin gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall. Vielleicht wird es ja was. Und wie es ja mit der Strukturierung aussieht. Ich könnte noch ein paar Schafe scheren und vielleicht noch, wo ich mal gucken, da habe ich noch ein bisschen Wolle. Wie gesagt, nur das Nötigste und soweit ist dann gut. Guck mal, jetzt sind wieder neue gewachsen. Mensch, das geht ja schnell hier. Das geht ja richtig schnell. Kürbisse. Die waren doch auch mit ja drin, ne? Samen, Bohnen, Weizen, Kürbis. Naja, waren das nie halt so viele. Da haben wir von Melonen eigentlich mehr bekommen. Aber Karotten haben wir auch schon wieder so viel. Na gut, ich bin ganz alt jetzt hier. Aber ich mach's dann nochmal neu. In den Gem. So, haben wir das schon mal. Zum Wiederholen, weil das ist auch gefällt. Die guten Möhren. Man kann ja wieder neue setzen. Und dann ist diese Staffel so gut schon bald rum. Ich werde dann gerne mal gucken, wie viele Folgen es geworden sind, damit ich mich dann so gut wie es geht dann verabschieden kann für dieses Jahr. Gucken, was das Neue bringt. So, noch hier. Ein paar Felder. Na, ein bisschen was brauche ich noch. Ja, Zeit fertig. Kannst du ja neu wachsen. Und die Karten, die Karten waren noch hier draußen, ne? Ich glaube schon wieder hier eng. Ganz gekonnt. Karotten. So. Guck mal, sagen zu den Kartoffeln gehen wir auch mal. Aber das in der nächsten Folge. Bis dann erstmal.